Ja, Willi war mein bester Freund und mein Lebenspartner, meine erste große Liebe. Und das hier ist auch das letzte Interview in meinem Leben, wo ich darüber sprechen möchte. Mein Name ist Jasmin Herren, ich bin 44 Jahre alt. Ich bin heute im Fundbüro der Liebe, weil ich die Liebe gefunden habe. Hallo Jasmin, wie schön, dass du bei uns bist. Wie fing denn alles an? Ich habe eine sehr schwere Zeit hinter mir. Ich habe erst meinen besten Freund verloren, dann meinen Mann verloren 6 Wochen später, einen Tag später meinen Hund und vor einem Jahr meinen Vater. Ja, Willi war mein bester Freund und mein Lebenspartner, meine erste große Liebe, mein zweiter Mann, mit dem ich überhaupt mal so irgendwie verkehrt habe. Und natürlich ist das etwas, was verbindet, ne? Ich wollte ihn immer retten, habe es aber nicht geschafft. Ich habe mich sehr lange und sehr intensiv und wirklich 2,5 Jahre damit beschäftigt. Und darum ist das Thema für mich auch ganz wichtig, dass es eben abgeschlossen ist. Und das hier ist auch das letzte Interview in meinem Leben, wo ich darüber sprechen möchte. Willi war meine große Liebe seit 2003. Da haben wir uns nämlich kennengelernt. Es war immer so ein bisschen on-off. Ich war die heimliche Affäre über viele, viele, viele Jahre. Und wenn die Affäre irgendwie länger hält als die eigene Beziehung, dann fängt man halt irgendwann mal an, drüber nachzudenken. Er wollte nichts Festes, darum habe ich ihn verlassen und habe dann eben meine erste Ehe mit Marco Gülpen gehabt. Diese ging 8 Jahre und da war ich auch, ich bin jemand, der immer treu ist. Habe auch keinen Kontakt mehr zu Willi gehabt. Ja, und dann zerschlug sich das mit Marco und ich habe Willi wieder getroffen. Und dann haben wir gesagt, also wenn wir uns jetzt wieder treffen und wieder ineinander verliebt sind und wir kennen uns so lange, selbstverständlich werden wir heiraten. Willi hatte immer mit einer Tablettensucht zu kämpfen, die eben auch umfangreicher wurde. Also ja, er hat halt eben ab und zu mal Abstürze gehabt, die allerdings immer weniger wurden. Und eben auch Kliniken besucht und wir haben sehr gekämpft, um diese Krankheit zu besiegen. Leider hat es nicht gereicht und irgendwann kam eben der Tag, wo er tot in der Wohnung lag. Wie hast du von Willis Tod erfahren? Ich bin morgens 7 aufgewacht und mich riss es aus dem Bett. Und zwar irgendwie so, ich hatte einfach ein blödes Bauchgefühl und habe ihn auch nicht erreicht telefonisch. Und dann bin ich im Wald gewesen mit meinem Hund und rief er Management an und fragte, bist du schon zu Hause oder bist du noch Gassi? Sag ich, nee, ich bin noch im Wald. Und dann sagt sie, dann geh bitte nach Hause, ich rufe dich daran an. Da habe ich gesagt, nein, du kannst mir auch jetzt sagen, dass mein Mann tot ist. Sagt sie, ja, so ist es. Und dann weiß ich nur noch, dass ich geschrien habe. Und das muss so laut gewesen sein, dass die Leute dachten, da ist ein Tod, also stirbt ein Tier im Wald. Die haben irgendwie alles gerufen, was Blaulicht hatte. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und war total unter Schock. Und dann fehlt mir auch ein Teil. Wie ging es dir in der Zeit? Also mir ging es richtig, richtig grausam. Ich saß in der Dusche und habe mir mit Willis Rasierer die Haare abrasiert, weil ich nicht mehr Jasmin Herren sein wollte. Ich habe ungefähr 1 Jahr lang mit geschlossenen Rollläden gelebt, die nur meine Freunde aufgemacht haben, wenn sie kamen. Die vorbeigekommen sind, weil ich nur noch 48 Kilo gewogen habe irgendwann und mit mir einfach versucht haben, Nudeln zu essen, damit ich was esse. Also ohne mein Umfeld weiß ich gar nicht, wo ich gelandet wäre. Warst du irgendwann wieder auf der Suche nach einer Beziehung? Ich habe überhaupt gar nicht an eine neue Partnerschaft gedacht. Das war für mich was ich auch überhaupt nicht mehr wollte. Bei einer Hochzeit geht man ja davon aus, dass das ein Leben lang hält, tatsächlich bis zum Lebensende. Und damit habe ich ja nicht gerechnet, dass einer von uns so früh geht nach 2 Jahren Ehe. Es hat sehr lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich jetzt wirklich alleine bin. Dennoch war irgendwann nach ca. 2 Jahren schon der Augenblick da, wo ich gesagt habe, ich will auch nicht mehr alleine sein. Ich will wieder diesen Alltag haben. Ich will wieder für jemanden kochen. Ich will gebraucht werden. Ich will nicht mehr alleine in einem Bett schlafen. Ich bin ja auch gläubig und ich saß so oft bei mir im Garten und habe gesagt, lieber Gott, bitte schick mir doch jemanden, damit ich nicht mehr so alleine bin. Und ich wünsche mir nichts mehr als das, ne? Der auch wirklich zu mir passt und meine Musik versteht, mein Leben versteht, mich versteht, mit dem ich lachen kann, wo ich wieder ich sein kann und nicht mehr immer diese starke, kämpferische Jasmin.
Philipp war im selben Management wie ich und ist Singer-Songwriter. Ich brauchte jemanden, der jung ist, der frische Texte schreibt, die eben auch die Jugend ansprechen und Ballermann-tauglich sind und Party-tauglich sind. Und ja, so wurde mir Philipp vorgestellt. Und erstmal hatte mich gar nicht interessiert, bin ich ehrlich. Ich kam für mich nicht in Frage, weil es ist ein junger Kerl. Also ich hatte nicht mal im Kopf, dass da ansatzweise irgendetwas sein könnte. Ich fand ihn sehr sympathisch und habe gedacht, ja gut, der schreibt jetzt halt meine Songs, ne? Ja, und irgendwann kam dann der Anruf von unserem Management. Philipp hat heute einen Auftritt, er braucht jemanden, der seine Technik macht beim Auftritt und der ihn ins Sauerland fährt. Und irgendwie war ich auch froh, ich habe gedacht, gut, okay, früher bin ich mit Willi mitgefahren, jetzt versuchst du das mal. Es tut dir bestimmt auch gut, mal rauszukommen. Ja, und wir hatten so eine lustige Autofahrt, also es war einfach so lustig, haben wir dann schon beide gemerkt, oh, das matcht aber gut, ne? Ich habe gemerkt, dass Philipp mir gut tut, habe aber auch nicht an eine Beziehung gedacht. Ich habe einfach gedacht, gut, jetzt hast du halt einen neuen Kumpel. Ende vom Lied im wahrsten Sinne des Wortes war, dass er mich dann bezahlen wollte für meinen Job. Und ich habe gesagt, nee, ich nehme das Geld nicht. So, ne? Eine Hand wäscht die andere, alles ist okay, so macht man das in Köln. Und dann sagt er, ja gut, dann komme ich wenigstens noch mit zu dir und dann bestellen wir eine Pizza. Ja, die Pizza war das Problem, ne? Ja gut, dann kommst halt mit, ne? Gucken wir noch einen Film, essen ein bisschen Pizza und genau so ist es auch gelaufen. Hat es dazwischen euch geknistert? Ja, also das hat schon gekribbelt, ne? Als wir da auf dem Sofa saßen zusammen. Ich wusste gar nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll und irgendwie war natürlich auch so ein in meinem Kopf, ja gut, der ist ja noch so jung und also wenn er jetzt 10 Jahre älter wäre oder so, dann ja, warum nicht, ne? Aber kriegt ja den Schock seines Lebens, habe ich gedacht. Ne? Und dann saß ich da so auf meinem Sofa und habe gedacht, bloß nicht berühren, nicht, dass der was denkt. Ja, und dann hat Philipp angegriffen und dann war das Eis gebrochen. Er ist halt auf mich zugekommen und das fing an mit Beine übereinander legen. Auf einmal lag ich in seinem Arm, ja, und dann kam eins zum anderen. Wie ging es dir nach dem Abend mit Philipp? Als Philipp dann am nächsten Morgen weg war, da habe ich auch gedacht so okay, jetzt weißt du das auch, jetzt haben wir uns geküsst oder so, ne? Und jetzt? So, das war so das große Fragezeichen. Ein paar Stunden später rief er dann an, ich komme jetzt zurück, ich bin gleich wieder da bei dir. Also seitdem kleben wir aneinander und waren auch nicht einen Tag getrennt. Irgendwann haben wir dann festgestellt, dass wir eine Beziehung führen. Und dann haben wir auch mal drüber geredet und dir ist klar, wie alt ich bin. Ich kann keine Kinder mehr kriegen irgendwann. Ich will auch keine Kinder mehr. Ich habe ganz klar erklärt, was Phase ist. Wir sind wirklich alles durchgegangen, alle Höhen und Tiefen. Man sollte ganz klar und offen über diese Sachen sprechen. Es ist einfach die Realität. Wir haben 21 Jahre Altersunterschied. Als Frau kann ich nur sagen, fragt man sich irgendwann mal, so, pass auf, jetzt bin ich aber 30, jetzt tickt die Uhr aber, ne? Ich muss jetzt langsam mal heiraten, ich kann auch bald keine Kinder mehr kriegen. Also wenn ich jetzt hier noch einen Fußballverein sitzen haben will, dann muss ich mich aber beeilen, ne? Ich bin nicht verpflichtet, Kinder zu kriegen, nur weil ich eine Frau bin. Philipp ist, so wie ich nicht die klassische 44-Jährige bin, ist Philipp nicht der klassische 23-Jährige. Also er ist sehr schlau, sehr gebildet, er ist sehr clever und hat auch gesagt, ja, das ist mir schon klar alles so, ne? Aber ich habe halt keinen Bock auf Kinder und ich will das einfach gar nicht. Ich bin Lehramtsstudent, ich habe da 30 sitzen, alles gut. Wie hat es sich angefühlt, wieder in einer Beziehung zu sein? Also für mich hat sich das natürlich sensationell angefühlt, einen Partner zu haben, jemanden, der mich auch begehrt, der für mich da ist, mit dem ich zusammen esse, mit dem ich zusammen Spaß habe, mit dem ich zusammen auf die Auftritte fahre, jemand, mit dem ich nach Mallorca fliege. Oh Gott, was wir alles erlebt haben. Ich fühle mich komplett verstanden von Philipp, beruflich wie privat. Er passt einfach sehr, sehr gut zu mir. Philipp kannte mich jetzt nicht großartig aus dem Fernsehen, weil ganz ehrlich, es hat ihn ja auch nicht interessiert. In dem Alter gucken wir andere Sachen. Und das fand ich total gut. Deswegen hat er mich, glaube ich, auch einfach so genommen, wie ich bin. Wie seid ihr mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen? Philipp und ich haben uns ja entschieden, erstmal unsere Beziehung geheim zu halten, weil ich ihm auch oder uns auch die Möglichkeit zu einem Rückzug geben wollte. Also
schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Ja gut, für uns war das relativ schnell klar, dass es nicht bei dieser Probezeit bleibt. Aber es ist auch anstrengend, den Leuten immer zu erklären, wer ist das an meiner Seite, der immer überall bei jedem Auftritt dabei ist. Wer ist das denn? Und ist das ihr Sohn? Oder wer ist das? Und nee, kann nicht sein, die hat eine Tochter und lauter so ein Kram. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig und wir wollten halt auch nicht lügen. Warum auch? Weil im Endeffekt geht es ja gar keinem was an, wenn man mal ehrlich ist. Und Philipp hat auch nicht verdient, dass ich ihn verheimliche. Und ich habe auf jeden Fall von meiner Familie die Akzeptanz bekommen und erwartet. Und das war wichtig und Philipps Eltern auch und die ganze Familie. Und das ist eben wichtig. Ich habe irgendwann einen Anruf von meinem Management bekommen, ob ich eben ein paar Format drehen möchte mit Philipp. Und dann haben wir uns unterhalten und habe ich gesagt, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Also wenn wir an die Öffentlichkeit wollen mit unserer Beziehung, es sind jetzt 6 Monate um, dann lass es uns doch vernünftig machen, so dass die Leute uns auch kennenlernen im Umgang miteinander. Und ich habe ihn gebeten, dieses Format mit mir zu drehen und danach eben entweder nie wieder oder es macht ihm Spaß. Und irgendwann kam dann der Anruf, ja, heute Nacht geht der Bericht raus, dass sie ein Paar sind. Und wir so, Gott sei Dank. Hattest du Angst, eure Beziehung öffentlich zu machen? Ich hatte vor gar nichts Angst, wie die Öffentlichkeit reagieren wird. Weil egal, wen ich an meiner Seite gehabt hätte, wenn es ein Älterer gewesen wäre, hätte es geheißen, die ist nur mit dem zusammen wegen Geld. Wenn es ein Prominenter gewesen wäre, dann hätte es geheißen, die ist nur mit dem zusammen wegen Fame. Und jetzt ist es ein Jüngerer und dann ist er halt der Toyboy. Also wir haben mit nichts anderem gerechnet. Da frage ich mich halt, habt ihr einen an der Waffel? Also wir sind tatsächlich im Jahr 2023 immer noch nicht so weit, dass Frauen einen jüngeren Freund haben dürfen. Männer dürfen das. Es ist alles erlaubt. Liebe, wenn du willst, aber eine Frau bitte nicht einen jüngeren Partner. Das ist tatsächlich immer noch ein Problem. Also immer dieser Druck auf Frauen, so, du hast Brüste, du musst Kinder kriegen. Oder, also so finde ich, so empfinde ich das, ne? Du bist eine Frau, gib jetzt deine Karriere auf, geh nach Hause, kriege Kinder und heirate. Das ist die Erfüllung deines Lebens. Nein, Mann. Es gibt eben auch Menschen, die andere Prioritäten haben. Ich glaube, dass einige Menschen eben denken, ich nehme Philipp die Chance auf ein Zusammenleben mit Kindern oder ein Familienleben mit Kindern. Also erstens ist das immer seine freie Entscheidung. Wenn er sich morgen überlegt, ja, pass auf, ich hätte gerne doch Kinder, dann müssen wir uns trennen. Weil dann muss er halt wissen, wenn das so eine hohe Priorität für ihn hat, da muss er sich die passende Partnerin suchen, weil ich einfach nicht die Richtige bin. Spielt denn der Altersunterschied für euch eine Rolle? Ich glaube nicht, dass das für ihn eine Rolle spielt. Also für mich ist manchmal schon so, dass ich denke, Mensch, also irgendwann, mein Körper wird auch irgendwann verfallen. Bei ihm ist das wirklich egal, also er findet das schön. Ich möchte schon mithalten, ne? Und, aber das kann man ja auch mit Sport, das wollen wir jetzt auch gemeinsam machen, so ein bisschen zumindest. Was ist denn das Schönste an eurer Beziehung? Das Schönste an unserer Beziehung. Weißt du was, das kannst du dann am besten mal selber fragen. Hallöchen. Hi. Also wir sind ja ein Schlager-Couple. Also ist alles immer Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist perfekt und es gibt keine Probleme. Bullshit. Natürlich gibt es. Aber es ist immer die Sache, wie man damit umgeht. Also wenn sie jetzt da nur am Ausrasten wäre und ich nur am Ausrasten wäre und alles würde aus dem Bahnen laufen, dann wäre das ja nicht das Richtige. Aber es gibt wohl eine Sache, ich esse gerne um 1 Uhr mittags und das mag sie jetzt nicht so. Nee, also einmal kochen am Tag reicht. Ja, aber 1 Uhr mittags ist doch geile Zeit zum Essen. Nee. Doch. Nee. Da haben wir ein Problem, wie man unschwer erkennen kann. Wie wichtig ist euch Vertrauen in der Beziehung? Vertrauen ist für mich die Grundlage für eine Beziehung. Also wenn ich kein Vertrauen habe, dann mache ich mir ständig einen Kopf. Wenn ich mir ständig einen Kopf mache, habe ich Kopfschmerzen. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, habe ich keinen Bock mehr. So, das ist die Reihenfolge, wie das auch immer abläuft. Vorher nicht bei Jasmin. Jasmin vertraue ich echt krass. Da ist so ein Urvertrauen, bevor man sprechen kann. Hätte ich jetzt auch nie so im Leben gedacht. Also wir haben unsere Handy-Pins gegenseitig und auch unsere Handys öfter mal gegenseitig.
Und es gibt nichts, was wir zu verbergen haben. Also ich schätze an Jasmin ihre Positivität, auch ihre Offenheit. Was mir halt wichtig ist, ist die Art, wie man zusammenlebt. Offenheit, lustig sein, dass das unbeschwert ist, weil das Leben hat ja eh viele Überraschungen. Hast du dich verändert, seitdem du mit Philipp zusammen bist? Selbstverständlich hat Philipp einen Einfluss auf mich. Er bringt viel Ruhe in mein Leben. Er erdet mich. Also ich merke, dass ich mich verändere, aber positiv. Und diese ganze Härte, dieses Schwere, dieses Harte, was ich an mir hatte, geht immer mehr weg. Und da bin ich sehr froh, weil ich sehr, sehr viele Jahre, also ich glaube fast 15 Jahre, so nicht mehr war. Und das ist schön, ich kann wieder ich sein. Philipp, wie froh bist du, dass du damals auf diese Pizza bestanden hast? Hätte ich so auch nicht gedacht, dass der Abend sich so entwickelt und dass das so passt. Deswegen, war eine sehr gute Pizza. Liebe Jasmin, lieber Philipp, nehmt gerne eure Pizza wieder mit nach Hause. Und vielen Dank, dass ihr im Fundbüro der Liebe wart. Sehr gerne. Wir haben zu danken. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Fundbüro der Liebe. Für mich ist meine Beziehung mit Philipp eine große Bereicherung, trotz des Altersunterschieds. Schreibt mal hier in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr keine Folge Fundbüro der Liebe verpassen wollt, abonniert hier unten einfach den Kanal.